Morgen! So, dann gibt's schon wieder mal Reparaturarbeiten. Haben wir noch Eichenholz oder sowas? Also da haben wir das. Eichenholz haben wir da. Wunderbar. Packen wir das eben hier hin. Und wir brauchen noch Glas. Habe ich auch noch dabei. Wunderbar. So, dann heißt es wieder mal reparieren. Hundi, wo gehst du hin? Naja, ich hol dich nachher. Ja, ist ja schon fast wieder ganz halb so wild. War ja nur ein kleines Reparaturunternehmen hier. So. Und schon ist es ja wieder ganz. Oder? Ja, passt. Okay, wo war ich gerade stehen geblieben? Jetzt habe ich zu wenig Erde wahrscheinlich dabei. Yep. Hundi, kommst du mal mit? Darfst du zum Rüdiger? Hundi? Ah, da. Ja, mach Sitz. Ja, brave. So. Erde. Und dann machen wir dort wieder dicht, was uns der Creeper so liebevoll aufgerissen hat. Nur für uns, weil wir haben nichts Besseres zu tun. Natürlich. So. Und hier noch, die andere Seite. Und ich wollte doch nur schauen, ob das gut ausschaut und was passiert. Ja, ja. So. Dann hier noch. Und dann haben wir das gleich wieder repariert, besser gesagt. Und hopp. So. So, jetzt ist wieder gut. Außer hier. Wird da wieder dicht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich wollte doch nur schauen, ob das vielleicht besser ausschaut. Und ja, es schaut schon interessanter aus, aber ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich mache das mal eben auch auf der Seite, aber ein bisschen mehr Platz, dann können wir nämlich rechts und links noch ein paar Blumen hinpflanzen und ich denke, das sieht sicher besser aus. So. Ja, doch, doch, doch. Das ist schon besser. Okay. Die Lagerbaustelle kommt gleich. Aber der Creeper hier... Nee, mein Schwert ist fast kaputt. Keine gute Idee. Ich mache eben ein neues Schwert. Moment. Eisen ist schon fertig. Yep. Ah, oh, schon wieder Erfahrung. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch Holz. Stöckchen. Eins. Hier. Was mache ich denn da? Ich wollte doch ein Schwert. So. Hier. Und dann können wir nämlich gleich das Schwert nachher austauschen. So, das Eisen lasse ich lieber im Lager. Man weiß ja nicht, was noch passieren möge. So. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich habe mir da nochmal Überlegung gemacht wegen dem Lager. Ich weiß jetzt auch, wie ich das weiterbauen möchte. Komm mal her, Creepy. Aber diesmal stirbst du. Haha, ich wusste doch. Ich brauche ein neues Schwert. Hehe. Creepy, nein. So, jetzt. Stirb, ja. So. Was machst du, das Schweini da oben? Schweini? Okay. Also, ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das bauen möchte. Und ich habe da eigentlich schon richtig begonnen. Nur der Abstand hier war nicht ganz das, was ich im Kopf hatte. Und das passen wir gleich mal an. Also nämlich hier muss ich nochmal kurz was wegnehmen. So. Und hier. So. Und dann. Wäre hier schon was drin? Natürlich nicht, oder? Genau. Dann mache ich nämlich hier zwei. Dann monte ich nämlich hier dann ein Fenster. Und hier kommt nämlich nicht Stein, sondern dann Holz. Und hier auch. So. Ach, komm. So habe ich mir das vorgestellt. Das sieht zwar von oben komisch aus, aber von außen dann sieht das gut aus. Ihr werdet sehen, was ich meine. So, das kommt auch mal weg. Ich hole noch kurz von dem Stein. Und dann bauen wir da ein bisschen weiter. So, habe ich noch ein bisschen? Nicht gerade viel, aber hier haben wir noch ein bisschen Stein. Das nehme ich gleich mit. Dann können wir das gleich schmelzen.
So, aber ich habe fast keine Kohle drin. Das ist natürlich nicht so praktisch. Was haben wir hier? Gold. Komm, wir nehmen die Kohle mal hier rüber. So, kann das zwischenzeit schmelzen. Gold packe ich gleich mal hier rein. Und wir haben vielleicht, wenn wir Glück haben, hier noch ein bisschen Stein. Steinstufen. Nee, Stein brauche ich. So. Da können wir nämlich jetzt noch ein bisschen draus basteln. Das kommt super. So. Also, dann machen wir noch mehr von dem Stein hier. Vielleicht sollte ich noch ein paar übrig lassen für Stufen. Ja, machen wir gleich. Zuerst machen wir mal das Grundgerüst so weit, wie ich das mir vorgestellt habe. So. Das reicht mal. Der Rest packe ich mal hier rüber. Hier. Und dann geht's weiter. Dann bauen wir nämlich mal hier das weiter. So, also. Jetzt muss ich schauen, dass ich verzähle. Einen hier. Eins, zwei Truhe. Dann Abstand. So kommt das nämlich hin. Eins, zwei, drei. Jetzt mal schauen, wie viel mache ich da. Eins, zwei, drei, vier. Ich denke, 5 vielleicht? Oder wird das zu groß? Moment. Nee, das muss ein großes Lager werden. Wir werden noch viel Platz brauchen später. Also machen wir mal bis hierhin. Und hier hinten kommt das nochmal weg. Und dann füllen wir das nämlich gleich auf. So. Also, dann kommt nämlich hier Holz hin. Holz. Wir müssen nachher noch ein bisschen mehr holen. Das reicht natürlich nicht. Und dann machen wir hier Stein. So. Da muss ich noch kurz rausnehmen. Und auch noch... Ups, falsches Werkzeug. So. Hier kommt das nämlich auch noch hin. Aber falsch. Nochmal. So. Oh, komm jetzt. Kann mich auch selber verarschen hier. Stamm. So. Ja. Also. Dann bauen wir mal 3 in die Höhe. 1, 2, 3. Wäre das jetzt 3? Nochmal hier. 1, 2. Das wäre dann auch wieder 3. Und hier noch. Oh, hepp. So. Und hepp. So. Das reicht mal für den Moment. So. Ja. Wunderbar. Dann haben wir das auch schon mal. Ich brauche noch mehr Truhen. Wir haben doch noch was im Lager. Seht gleich warum, was ich mir da vorgestellt habe. Und natürlich viel Glas. Ich möchte nämlich ins Lager reinschauen können. So. Wo habe ich jetzt das wieder hingelegt? Hier. Das reicht natürlich nie und nimmer. Aber egal, ich nehme mal da noch ein bisschen mit. Noch ein bisschen Glas. Müssen wir nachher auch noch ein bisschen schmelzen. So. Und da dachte ich mir das eigentlich so. Das war, glaube ich, jetzt eins zu viel. Aber wir müssen wieso später noch in die Höhe. So, also. Wo habe ich mein Glas hingepackt? Glas, Glas. Hier. So. Dann käme das sozusagen hier. Ob das noch höher wird, weiß ich noch nicht. Das sehen wir gleich. Und dann habe ich gedacht, die Truhen hier kommen so eins höher. Muss ich nur schauen, ob ich es die Höhe mache. Na? Komm. Ja, jetzt hat es geklappt. Sozusagen auf die Höhe. Wir müssen sowieso jetzt dann gleich Holz organisieren. Da könnte man hier noch rausschauen. Von außen sieht das sicher nicht schlecht aus. Vielleicht muss ich das auch eins nach vorne setzen. Okay, nee, ich glaube, ich muss das dann noch ein bisschen versetzen. Aber wir müssen jetzt wieso gleich mal erstmal wieder Holz organisieren. Ohne geht das natürlich nicht. So, ich muss mal eben was essen. Nom, 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 nom. Lecker. Wir könnten ja noch gleich die Schafis nochmal füttern, dass da ein bisschen was vorwärts geht. Ich will endlich das Haus hier fertig machen hier. So, Schafi, essen. So, versuchen wir das nochmal. Nur weiße Schafe. Vielleicht klappt das auch mit dem weißen Jungen. Komm, Schafi, dich wollte ich noch. Yep. So. Na, ja, wunderbar. Ich hole noch eben die Schere. Und dann würde ich mal sagen,
machen wir das nämlich auch noch gleich. So, ich will noch kurz Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Ja, ich habe mir mal überlegt, ich lade wahrscheinlich bald mal Tinkerbell wahrscheinlich wieder mal ein für eine Folge oder vielleicht auch zwei. Bisschen Abwechslung, weil auch viele gefragt haben, wann kommt sie wieder? Und ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich habe es geplant. Wo habe ich jetzt den Eingang hier? So. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr findet, ja, sie soll doch bald wieder kommen. Dann schauen wir, wie wir das einrichten können. So, ich brauche noch mehr Wolle. Schaffi. Ja, weiße Wolle. So, jetzt kann ich vielleicht endlich mal zeigen, was ich eigentlich machen möchte. Moment, die müssen wir kurz weglocken hier. Und der Rest füttern wir jetzt auch. So. Wunderbar. Lass mich kurz durch. Dankeschön. Ups, das war Glasverschwendung. Okay. Ich wollte nämlich hier austauschen. Am besten mache ich das von innen. Zwar habe ich noch nicht genug Wolle, aber wir können schon mal loslegen. Habe ich noch hier Wolle? Nee. Okay, ich gehe mal hoch. So. Kann ich das mal auf der Seite beginnen anzupassen? Das stört mich nämlich schon sehr lange. Da kommt nämlich das hier alles raus. Da könnten wir nämlich das Bett mal vielleicht hier nach oben legen. Sieht sich auch nicht schlecht aus. Und da können wir sonst unten was anderes bauen. So ein Zwischen-Mini-Lager in der Zwischenzeit, bis ich da fertig bin. Und das Holz muss ich noch mal hier anbringen. Habe ich es jetzt hingepackt? So. Das kommt nämlich hier hin. Vorsicht, nicht runterfahren. So. Genau. Kurz schauen, das passt. Und dann dachte ich mir, dass hier die Wolle reinkommt. Aber bevor ich die Wolle, wollte ich das ja auch schon mal austauschen. Das ist ja auch schon ein bisschen her. So. Das müssen wir nämlich anders platzieren. So. Schon ist es passiert. Ja, der passe ich gleich auch an. So. Und hepp. Habe ich da eins vergessen? Yep. So. So, der wäre auch weg. Und jetzt habe ich ihn mir so vorgestellt. Jetzt kommt nämlich die Wolle. Dann seht ihr gleich, was ich meine. Da kommt nämlich hier. Hier eine Wolle. Und hier oben natürlich auch noch. Ich habe da oben ja noch einen kleinen Fehler, wo ich eigentlich noch anpassen wollte. Mache ich aber später. Zuerst machen wir das hier so. Und da dachte ich mir, wir machen hier ein Fenster. Das Schade ist, jetzt geht uns gerade die Wolle aus, aber vielleicht hat es ja schon Nachschub gegeben. Ich guck mal nach. Moment. Ah, wieder runter. So. Schaffi, habt ihr schon ein bisschen Wolle für mich? Na? Oh, Bogenschützen. Ganz viele. Komm, wir gehen kurz schlafen. So. Gute Nacht. Morgen. So, dann wollen wir nochmal schauen. Vielleicht hat's ja jetzt Wolle. Ich brauche ja nicht mehr viel. Na, Schafis? Ein bisschen mehr Wolle wäre schon nicht schlecht. Naja, gibt's auch ein bisschen Futter. Max, ne? Max was? Nö. Du willst nichts? Wollt ihr was? Ah, da, du hast schon was. Aua, was war denn das? Autsch, 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 jetzt brenn ich. Aua. Dumme Zombie, geht's noch? Und hier haben wir noch eine Spinne und zwei Bogenschützen. Stirb. Stirb. Komm schon. Ah. Das ist keine gute Idee. Ich gehe mal kurz weg. Ich will hier nicht drauf gehen. Nee, nee. Moment. Boah, wie viele Bogenschützen hat's denn hier? Ich weiß ja, dass Nacht war eben, aber trotzdem. So, der ist tot. So. Die lassen mich jetzt echt nicht in Ruhe. Okay, was greifst denn du an? Ja, du bist zu weit weg. Ach, egal, lassen wir die. Ich wollte eigentlich ja nur Wolle. So. Schaffi, Wolle. Wolle? Ah, du hast noch nichts, aber du. Wolle, Wolle, Wolle. Wie viel habe ich bekommen? 5 Stück. Ja, wunderbar. Es reicht auf jeden Fall für die eine Seite. Da machen wir das nämlich auch gleich. Dann seht ihr mal von außen, wie ich mir das so
vorgestellt habe. Vielleicht komme ich auch von hier ran. Nee, nicht ganz. Aber seht ihr, das sieht doch schon gar nicht gut aus. Da kommt noch ein Fenster hin. Okay, machen wir eben.